Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden der Nordgemeinden, wir grüßen euch ganz herzlich, Matthias, die Teamer und Teamerin, alle Pastoren der Nordgemeinden. Wir hätten euch so gerne mit euren Lieben jetzt in den Kirchen zu den Konfirmationsgottesdiensten begrüßt, euch eingesegnet. Aber Corona und Konfirmation sind keine Freunde. Und so bleibt uns nur dieser Weg, euch ganz herzlich alle zu grüßen, euren lieben Angehörigen zu sagen, dass die Konfirmation ja nur aufgeschoben ist und wir uns, sobald wir wissen, wann sie beginnt, wann sie möglich sein wird, euch Nachricht zukommen lassen werden. Wir nehmen euch alle mal virtuell in den Arm. Wir gehören zusammen und sind auch jetzt beieinander. Wir grüßen euch mit diesem Film. Hallo, liebe Konfirmanden, schön euch zu sehen. Heute wäre eigentlich euer besonderer Tag gewesen bei uns hier in der Kirche. Wird leider nichts draus. Aber wir wollen gerne mit euch beten. Mit den Worten aus Psalm 23, die ein Teil von euch mit uns im Unterricht übertragen haben. Gott ist mein Beschützer. Mir wird nichts passieren. Du gibst mir alles, was ich zum Leben brauche. Du machst mich glücklich. Du tust alles dafür, dass ich auf einem guten Weg gehe. Auch wenn ich dunkle Zeiten erlebe, habe ich keine Angst, weil du da bist. Deine Anwesenheit tröstet mich. Wenn mir jemand etwas Böses will, sorgst du dafür, dass mir nichts passiert. Nach einem anstrengenden Tag gibt er mir, was ich brauche. Wenn ich mich auf dich verlasse, dann bin ich bei dir geborgen, jeden Tag. Daran glaube ich. Amen. Und deshalb freuen wir uns, wenn wir uns irgendwann nach den Sommerferien zu eurer richtigen Konfirmation treffen. Liebe Grüße aus der Friedenskirche. That David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Zwei Männer sitzen in einem Boot, Petrus und Johannes. Sanft schaukeln die Wellen des Sees Genezareth das Boot. Petrus und Johannes fischen. Sie können es selbst kaum glauben, dass sie das tun. Früher, da war das ihr Beruf. Aber dann kam Jesus und nahm sie mit auf Wanderschaft. 3 Jahre ist das her. Aber am Ende des gemeinsamen Wegs, da kamen sie nach Jerusalem und Jesus starb am Kreuz. Alles schien vorbei zu sein. Doch Jesus war noch einmal zu ihnen gekommen. Und Thomas, einer von ihnen, der durfte sogar Jesu Wunden anfassen. So plötzlich, wie er gekommen war, verschwand Jesus auch wieder. Aber kurze Zeit später hieß es, er sei vorausgegangen nach Galiläa. Dort würden sie ihn noch einmal sehen. Da haben sie sich zusammen auf den Weg gemacht. Fast wie früher, nur ohne Jesus. Und nun sind sie da, tun das, was früher ihr Beruf war, fischen. Petrus und Johannes denken nach, was soll nun aus ihnen werden? Alles wie früher? Es war doch so schön gewesen, mit Jesus und den anderen Jüngern gemeinsam unterwegs zu sein. Klar, manchmal, da war es auch hart. Sie hatten oft wenig zu essen und meist noch nicht mal ein Dach über dem Kopf. Aber sie wurden alle Freunde und hatten ein gemeinsames Ziel. Eine gemeinsame Richtung, die Jesus ihnen vorgab. Sie konnten sich auf ihn verlassen. Sie lebten zusammen, erlebten abenteuerliche Dinge, freuten sich gemeinsam. Es wurde gesungen und getanzt, gemeinsam gegessen und zwischendurch auch einmal gestritten. Und nun sollte das alles vorbei sein und sie wieder im trüben Alltag fischen? Klingt es nicht ein wenig wie eure Konfirmandenzeit? Du warst mit vielen anderen gemeinsam unterwegs und wir haben viel über den Glauben erfahren. Gemeinsam gegessen, gespielt, gesungen und getanzt. Wir waren eine Gemeinschaft. Du, die anderen Konfis, die Teamer und das gesamte Team. Nun ist die Zeit eigentlich vorüber. Und deine Konfirmation würde nun bald sein. Vielleicht sogar heute. Du hättest deinen Glauben selbstständig bejaht. Doch durch Corona können wir die Konfirmationen nicht stattfinden lassen. Noch nicht. Es wird eine Zeit kommen, wo es wieder möglich ist. Wo wir zusammen deine Konfirmation feiern können. Wo du deine Konfirmation feiern kannst im Kreis deiner Freunde und deiner Familie. Das offizielle Jahr zur Konfirmation muss noch warten. Doch dein persönliches Jahr zu Gott kannst du heute schon für dich ganz persönlich sagen. Doch dann, am Morgen, da ist Jesus wirklich da. Erst erkennen die Jünger ihn nicht. Sie sehen eine Person am Ufer und ein kleines Feuer. Wer ist das bloß und was soll das mit dem Feuer? Wir haben doch gar nichts gefangen. Es wird kein Grillfest geben. Leere Netze. Das ist alles, was sie haben. Doch der Fremde ruft, fahrt noch einmal ein Stück raus und werft die Netze auf der rechten Seite ins Wasser. Die Stimme, das ist doch Jesus. Nun erkennt Johannes ihn. Das ist unser Herr. Es ist wie früher. Wir können ihm vertrauen. Sie tun das, was er gesagt hat, und das Netz ist voll. Es muss also doch nicht alles vorbei sein. Irgendwie kann es weitergehen. Ein Funke Hoffnung glimmt auf. Erstaunt und glücklich kommen sie ans Land. Auf dem Feuer, da grillen schon Fische und Brot ist auch dabei. Jesus fordert sie auf, von ihrem Fang ein paar Fische zu bringen.
Petrus fängt an zu zählen und er hört gar nicht wieder auf. Es sind 153 Fische, die sie gefangen haben. Was für eine Menge, wo sie doch vorher mit leeren Händen dastanden. Und nun können sie gemeinsam essen. Ein echtes Festmahl. Du hast Petrus auf der gemeinsamen Konfirmandenfahrt richtig gut kennengelernt. Petrus war ein ziemlich kantiger Fels. Ein rauer Brocken. Verheiratet, vom Beruf Fischer. Einer, der schnell weiß, was zu tun ist und sagt, wo es lang geht. Einer, der mutig ist und aus dem Boot ins Wasser steigt, um Jesus entgegenzugehen. Herr, wenn du es bist, dann mach, dass ich auf dem Wasser zu dir gehen kann. Einer, den dann aber bei stürmischen Wellen der Mut verlässt und der zu sinken beginnt. Ein Mensch wie du und ich, der aber wieder aufsteht und nicht alleine ist. Jesus hat ihm geholfen und aus dem Wasser gezogen. Wie aus so einem plumpen Brocken ein schöner Fels werden kann, das haben wir auf der Konfirmandenfahrt erlebt. Wir sägten und schmirgelten und glätteten Specksteine, kantige Petrusfelsen. Erinnerst du dich an den Staub und wie schwer das war? Doch wir hatten auch Hilfe von den Teamern. Und am Ende, da hattet ihr viele schöne Steinkunstwerke geschaffen. Ihr habt euch hineinbegeben in die Petrusgeschichten und in das steinige Material. Ihr wart kreativ und ausdauernd. Und am Ende, da hatten wir einzigartige Ergebnisse. Habt ihr euren Speckstein noch? Jeder von uns ist ein Stück weit Petrus. Und Petrus ist ein Stück weit wie wir. Wir sind wie der Speckstein, zum Teil rau und unhandlich. Aber wir können auch glatt und geschmeidig sein. Der Speckstein ist ein Anschauungssymbol für uns. Gott möchte uns im Leben begleiten und formen. Manchmal unsere brüchigen Kanten glätten und uns zu etwas Schönem machen. Er lädt uns ein, Jesus nachzufolgen. Wie Jesus es dem Petrus sagte, folgt mir nach. Bald bejaht auch ihr, dass ihr in die Nachfolge treten wollt und euch auf den Weg macht. Wir sind alle auf dem Weg und einen Teil des Weges können wir gemeinsam gehen. Vielleicht habt ihr Lust, nach der Konfirmandenzeit, nach der Konfirmation die Jugendgruppe kennenzulernen. Oder vielleicht wollt ihr euch als Teamer engagieren. Auf gemeinsamen Fahrten und Freizeiten. Egal, was kommt, wir freuen uns auf dich. Und wir hoffen, dich bald wiederzusehen. Doch bis wir uns wiedersehen, kannst du zum Beispiel mit uns auf Instagram auf konfi.jugend im Kontakt bleiben. Oder wir sehen uns vielleicht an den Tagen, wenn die Kirchen für eine Stunde und vielleicht auch mal länger offen sind. Doch das Wichtigste bleibt, bleib gesund und behütet. Wir freuen uns auf dich. Amen. Amen. Ja, liebe Konfis, nun kommt auch das Gebet und der Segen aus Vossla zu euch. Für den Tag, an dem eigentlich eure Konfirmation wäre, denn wir denken auch an euch. So möchte ich mit euch das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Eigentlich wäret ihr heute gesegnet worden. Den Segen Gottes bekommen wir eigentlich aber auch in jedem Gottesdienst. Ich möchte euch nochmal sagen, was der Segen ist. Im Segen kommt Gott uns Menschen nahe. Im Segen macht Gott uns Mut und gibt uns Rückendeckung. Im Segen wird uns bewusst, unser Leben
liegt nicht alleine in unseren, sondern in Gottes Händen. Im Segen öffnen wir uns für die Nähe Gottes. Im Segen erhoffen wir sein gutes Wort für uns. Und im Segen erfahren wir die Kraft, selbst zum Segen auch für andere zu werden. Und so möchte ich euch aus Vosslapp den Segen Gottes zusprechen. Gott sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Gott sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen, um dich zu schützen gegen Gefahren. Gott sei hinter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Gott sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Gott sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Gott sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich Gott, der allmächtige und barmherzige Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.